Die nächsten Schritte waren, dass am 7. Oktober eine Demonstration anstand und das war der 40. Nationalfeiertag der DDR. Und das war, was viele heute eben nicht gerne hören, das war für viele schwierig, da sich einzubringen, die einfach gesagt haben, das wird zu heiß. Also auch unser Friedenskreis sagte, wir machen da eine Aktion in der Kirche, wir gehen dann in ein Gemeindezentrum und verzichten auf eine Demonstration. Auch andere Gruppen sagten einfach, Leute, wir setzen einmal aus. Und dann waren wir zusammen noch, Evelyn Zupke und ich, die übrig geblieben waren und so mit so einer geborgten kleinen Druckpresse solche kleinen Zettelchen herstellten und dazu aufriefen. Die Umweltbibliothek hat die mit ausgelegt, wir haben die auch in der Nacht in Briefkästen verteilt und sowas alles. 7. Oktober, 17 Uhr Weltzeituhr, und haben die Leute dazu eingeladen. Und das wurde die erste wirklich größere Demonstration mit einigen tausend Teilnehmern, die dann am 7. Oktober von der Weltzeituhr am Alexanderplatz aus ihren Zug rausnahmen zur Gethsemane-Kirche am Prenzlauer Berg, wo wir in der Zeit schon geschlafen hatten, weil, ich hatte es vorhin schon mal kurz angedeutet, also ich hatte immer 6 Begleiter. In diesem Umfeld dieser Demonstration ein paar Tage davor immer 6 Begleiter der Stadtsicherheit mit 2 Autos an mir dran, die also mich auf Schritt und Tritt beobachtet hatten, die mich auch nicht aus den Augen gelassen hatten. Der Hinterhof war zugeschlossen, ich kam nur nach vorn raus aus dem Haus. Es war also alles bestens organisiert, dass ich denen nicht durch den Lappen gehen konnte. Und die kamen dann raus, quasi der Demonstrationszug kam raus zur Gethsemane-Kirche, wo ich auch mit war. Und dort habe ich mich dann mit angeschlossen, weil da gab es dann kein Halten mehr und bin dann quasi mit reingegangen in die Mollstraße, in den Polizeikessel rein, durch eine Freundin erfahren, wie wir, über welche Mauer wir da rauskommen, sind über die Mauer geklettert, waren damit dem Polizeikessel entkommen, sind wieder ein Stück Richtung stadtauswärts gelaufen und dort in die nächste Straßenbahn eingestiegen und mit der Straßenbahn durch den Polizeikessel durchgefahren und gesehen, wie links und rechts die Menschen zusammengeprügelt und zusammengeschlagen wurden, auf die brutalste Art und Weise. Also es ist heute immer noch, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das sehe, dass so massiv Gewalt angewendet wurde von der Staatsmacht gegen Leute, die zum einen demonstriert hatten und zum anderen gegen Leute, und das ist ja noch dieses ganz Verrückte dabei, die gar nichts damit zu tun hatten. Dieser Zug, bevor der nämlich in den Polizeikessel reinging, der bewegte sich stadteinwärts Richtung Palast der Republik. Unser Ziel war ja Palast der Republik, um vielleicht noch irgendwie Gorbi auf uns aufmerksam zu machen. Und von der anderen Seite kam quasi ein zweiter großer Zug rein von den Leuten, die sich das Feuerwerk zum 40. Nationalfeiertag angeguckt hatten. Und die waren plötzlich in unserer Demonstration mit drin. Das vermischte sich beides. Und in dem Polizeikessel fragte aber niemand mehr danach. Da wurde zusammengeprügelt, wer drin war.